Alle freuten sich auf das große Wiedersehen der ehemaligen PBB-Bewohner in der Finalshow. Doch wenn man mal genau gezählt hat, ist aufgefallen, dass drei Kandidaten während der Show fehlten. Sanay Güler, Jenny Frankhauser und Elene Lucia Amör waren nicht in der Sendung zu sehen. Warum? Sat.1 schrieb nur so viel, alle Bewohner, die freiwillig das Märchenland verlassen haben, sind auch im Finale nicht dabei. Aus Gründen. Okay, die ehemalige Berlin-Tag-und-Nacht-Darstellerin Elene Lucia Amör stellte auf Instagram jedoch klar, Jenny, Sanay und ich dürfen nicht, weil wir freiwillig gegangen sind. Es stört mich wirklich überhaupt nicht. Ich freue mich für alle, die dort sind und sich wiedersehen. Ich bin mega gespannt, wie das heute wird. Wie es letztendlich dann wurde, verfolgte Elene live vor dem Fernsehbildschirm und ärgerte sich besonders über eine Bewohnerin, Katie Behm. Mit der hatte sie schon im Vorfeld einige Auseinandersetzungen und auch nach der Sendung scheint sich der Streit nicht erholt zu haben. Elene wirft Katie nämlich fieses Mobbing vor. Katie hat mich verletzt, psychisch runtergemacht und falsch hingestellt, erzählte sie auf Instagram, das konnte sie nicht auf sich sitzen lassen. Auf Instagram teilt sie während des Finales einen Screenshot von einem Chatverlauf, wo sich diese nach Elenes Wohlbefinden erkundigt. Witz des Tages, findet Elene. Das soll es aber noch nicht gewesen sein mit dem Stress, boah, sie sagt, sie steht einfach dahinter, mit allem. Okay, ärgerte sich Elene weiter. Wer steht hinter was? Die Fans scheinen es anscheinend genau erkannt zu haben, meine Lieben, ich hab mir gerade eure Nachrichten durchgelesen und musste echt lachen. Wie geil, dass man da einfach genau denselben Gedanken hat, ließ Elene verlauten. Anschließend folgte noch ein Bild mit einem TV-Ausschnitt von Katie Behm und kleinen Kotzemojis, wohl ausdrücken wollte und welche Nachrichten die freiwillige Aussteigerin von ihren Fans bekommen hat, behielt sie aber letztendlich für sich. Köln, ob da womöglich doch noch etwas im Argen liegt? Eigentlich hätte Sat.1 in der großen Finalshow der aktuellen Staffel von Promi Big Brother ein ebenso großes Wiedersehen mit allen ehemaligen Kandidaten feiern wollen, doch drei der Ex-Camper waren am Ende doch nicht zu sehen, was schnell zu den wildesten Theorien führte. Gab es etwa ein Zerwürfnis des Trios mit dem Sender? Inzwischen hat sich sogar Sat.1 selbst zu Wort gemeldet, mit einem Promi Big Brother Kulissen wohl wirklich geschehen, der strahlende Sieger der diesjährigen Staffel Promi Big Brother. Zu Ehren aller Finalisten und auch zur Feier der zurückliegenden 22 Sendungen hätten eigentlich alle der anfangs 12 prominenten Kandidaten im großen Finale der TV-Show dabei sein sollen, doch von dem Dutzend war ein Viertel plötzlich nirgendwo auffindbar. So fehlten in der letzten Ausgabe des Reality-Formats die ehemaligen Camper Jenny Frankhauser, Sanay Güler und Elene Lucia Amoya. Allesamt wurden sie von den Zuschauern schnell, wo bleibt eigentlich Sanay, wunderten sich die User auf Twitter beispielsweise und fragten sich anfangs noch, ob denn auch Elene tatsächlich fehle. Andere Promi Big Brother Fans dagegen meinen, den Grund für die Abwesenheit des Trios bereits zu wissen, war eigentlich klar, dass Jenny und vor allem Sanay keinen Bock aufs Finale haben, schreibt ein User beispielsweise, während ein anderer glaubt, die drei dürften nicht mehr zum Finale kommen, weil sie vorzeitig aus Deutschlands berühmtesten TV-Container ausziehen wollten. Doch kann es tatsächlich sein, dass es deshalb hinter den Kulissen zu einem Zerwürfnis oder ähnlichem gekommen ist?